Fantasie macht das Leben nicht nur bunt, sondern auch Unmögliches möglich. Und so kann es passieren, dass plötzlich ein Geiss in ein Flugzeug steigt und auf Amerika reist. Genau diese Geschichte wird erzählt im aktuellen Kinderbuch aus dem Verlagshaus Schwellbrunn. Und kreiert hat das Ganze die Irene Hofstetter. Ja, Irene, wie kommt man auf so eine Wahnsinnsidee, dass man einen Geiss auf Amerika schickt? Ja, wie fängt das an? Es ist sicher so, dass die Heimat, also ich bin vom Appenzellerland, ich bin hier aufgewachsen. Und das ist immer so in mir rein, in einem abgelegenen Bauernhof mit Tieren. Und das hat man immer, ja, das ist im Herzen, das bleibt für immer. Und ich bin gelernte Modedesignerin, durfte die Welt gesehen. Und New York ist zum Beispiel ein Platz, wo einfach extrem viele Inspirationen sind. Und wenn man dort ist, die Energie dort, die zieht einem mit, aber gleichzeitig fehlt einem halt auch die Heimat. Und ich komme aus Geiss. Geissen, das sind wahnsinnige neckische und liebe Tiere. Und so hat sich das, ist das entstanden. Also du hast eigentlich ein Stück weit wollen, deine Lebensgeschichte, vielleicht sogar in Anführungs- und Schlusszeichen, erzählen, jetzt einfach mit der Protagonistin an einer Geiss. Nein, ich wollte die Heimat, ich glaube, jeder von uns hat gerade jetzt hat es den Wunsch Heimat, die Heise. Jetzt müssen wir sowieso viel die Heise. Und das ist auch wieder das Gegenteil. Wir wollen viel die Heise, aber man hat vielleicht auch Lust, wieder mal zu gehen, wieder mal reisen. Also ich vermisse Reisen. Und da ist irgendwie die Kombination, die entstanden ist, dass man eigentlich die Heimat mitnehmen kann, man kann reisen, aber man kann auch die Heise und kann mit den Augen und mit dem Herzen reisen. Also letztlich auch ein bisschen Gegensätze, die du hier thematisierst. Gegensätze, die dich selber auch faszinieren. Ja. Und also wenn ich so, ich mache eine Auftragsmalerei mache und ich komme mit verschiedenen Leuten zusammen, Leute, die in Villen sind, wirklich wunderschön und auch ganz einfache, bodenständige Leute. Und jeder hat aber das Bedürfnis, neben zu haben, neben was einem verbindet, wo eben Heimat ist. Und ja, darum ist das so. Und du schickst jetzt eben in deinem Buch, schickst du die Geiss, die heisst übrigens Laura, die schickst du auf New York. Die Geiss, die kommt aus Geiss. Wie viel Zufall steckt denn da dahinter? Der Zufall ist, dass natürlich Geiss, das Dorf Geiss, die Laura hat. Also dort gibt es den Laura-Weg, wo man kann die Laura-Plätze, also ihre Lieblingsplätze, besuchen. Der Wanderweg war nach zuerst gewesen. Und dadurch, dass die Laura eigentlich schon gibt, hatte ich schon wie ein Gesicht gehabt. Und Geiss ist so etwas, was ich immer gerne zeichne. Darum hat sich das eins und eins ergeben. Es hat sich eins und eins ergeben. Jetzt, wenn man dein Buch anschaut, dann erzählst du die Geschichte nachher nicht nur auf Hochdeutsch, sondern ein Stück weit auch noch im Gäser-Dialekt, wie man so schön sagt. Wie ist es dazu gekommen? Als ich das Buch, das sich entwickelt hat, ich habe immer schon ein bisschen mit der Laura geredet und die hat nicht Hochdeutsch mit mir zurückgeredet, sondern ja, am liebsten würde sie mehr haben, aber dort verstehen wir nicht viel, was sie uns sagen will. Und darum ist das, das Hochdeutsch zum der Erzähler, der uns mitnimmt, und den Geiss, die Laura, der im Dialekt mäht. Letztlich hat dann aber wahrscheinlich zum Buch auch noch dazu geführt, nebst dieser Geiss, wo du einen Bezug dazu hast, dass du eben gerne malen. Ja, und ich bin manchmal sehr, also ich mache grosse Bilder mit Alpaufzügen und das ist ein bisschen speziell. Also ein Alpaufzug war schon in New York, in Thailand, in San Francisco. Und das sind viele Details in einem grossen Bild, wo, wenn ich so zeichne, gibt sich wie eine Geschichte. Also das sind zum Beispiel Sauen an einem Strand, wo man einen Strand wühlt und dann denke ich mir eine Geschichte aus. Und so in der Corona-Zeit kannst du nicht reisen, aber in meinen Bildern bin ich irgendwie am Reisen. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich sollte das auch in Wort, Bilder, die Wort ausdrücken, sollte das zusammenkommen. Und es sind ja sensationelle Bilder, wenn man sie anschaut. Wir können es übrigens für Zuschauerinnen und Zuschauer daheim jetzt auch einblenden. Tolle Bilder, die du gemacht hast. Wie lange schafft man denn an so einem Bild? Lang. Aber jeder Strich ist so. Also man hat so Freude, wenn sich so entsteht, wenn ein Geiss für mich und auch die lachen, die fühlen, die sind zufrieden oder die zeigen Emotionen. Und das, wenn es dann entsteht, dann ist das wie eine Freude. Es ist für mich wie ein Baby. Ja, jetzt ist da wieder ein Tier oder ein Mensch oder so entstanden. Und
Man ist lange dran, aber immer mit Freude. Und wenn dann das Bild fertig ist, dann, ja, ich kann jetzt da nicht die Zahlen aussagen, weil manchmal bin ich wirklich 100 Stunden ein Bild dran, das ist je nach Größe vom Bild. Aber wenn die Bilder am Schluss nicht, ich sage jetzt, zwischen zwei Buchdeckel eingepresst sind, dann kann man die Bilder, da machst du ja auch, du machst Auftragsmalerei, genau. Also man kann bei dir auch Bilder bestellen, genau. Und die verkaufst du dann. Und das sind oft auch so ländliche Sujets. Ja, ländliche Sujets, zum Beispiel auch ein Alpabzug, wo wirklich die ganze Familie, also eine Person kommt zu mir und sagt, ich will die ganze Familie auf meinen persönlichen Alpabzug. Das sind Mutter, Vater, Tochter, alle Bilder als Schwager, alle so kleine Gesichter porträtiert auf dem Alpabzug mit Kühen, Geissen und dann aber auch das Haus von ihm, das Auto von ihm oder wenn er gerade Lust hat, also sein Lieblingssport und so. Ja, und nochmal zu deiner Frage wegen der Zeit, ich kann dir vielleicht sagen, eine Seite, so eine Zeichnung, da bin ich etwa so 10 bis 14 Stunden dran, wenn man so eine A4-Seite zeichnet. Also doch, ganzen Tag, ja, Arbeitstag letztlich, ja. Wo dahinter steckt. Ja. Wenn wir beim Buch nochmal bleiben, wir wollen ja nicht den Inhalt schon verraten, was denn die Laura auch alles erlebt, wenn sie da auf New York reist, aber vielleicht gleich noch, viele Kinderbücher, die haben ja auch oft irgendeine Botschaft. Wie ist das bei deinem Kinderbuch? Das ist die Botschaft, wir sind heute, wir müssen ziemlich viel jetzt auch allein machen. Wir können uns nicht mehr treffen. Und ich bin auch viel allein gereist, vom Geschäftlichen aus, weil du halt einfach dann allein bist. Und dann schaut man so Sachen an und denkt, hey, eigentlich würde ich das jemandem erzählen. Und die Laura ist auch eine, ist sehr eigensinnig, sie will das machen, was sie will. Sie will nicht, ja, sie will es machen und sie will die Welt sehen und sie will entdecken und erleben und lernen auch. Und eigentlich will sie das ja allein, weil dann ist niemand im Weg. Und dann merkt sie aber gleich, hey, also allein? Nein. Ich will es auch erzählen und ich will es auch mit niemandem teilen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Also das ist die Botschaft, wenn man ein Erlebnis mit Freunden teilt, ja. Dann ist es vielleicht eben doppelt so schön. Ich habe mir sagen lassen, du hast ganz viele Ideen für Fortsetzungen. Ja, es ist natürlich, ich sehe die Laura und auch ihre Freunde, die ihr nachher kennenlernen, wenn ihr das Buch durchlesen. Das sind alles eigene Charaktere und die Welt ist so riesig und man kann so viel entdecken. Und jetzt will man ja noch mehr entdecken, wenn man sie irgendwie auch selber nehmen kann. Und das Spezielle ist wirklich, die Plätze, die hier gezeichnet sind, die gibt es. Also wenn ihr dort hingeht, dann und das Buch mitnehmen und dann könnt ihr es vergleichen und sagen, ja genau, da war die Laura. Und die Laura wird wirklich noch weiterreisen und ich bin gespannt, wo es hingeht. Wir sind alle gespannt, wo es hingeht, aber ich höre raus, so die Inspirationsquelle für all deine Ideen ist letztlich dein Lebensweg, es ist Natur. Ja, und wir alle. Also, heute gibt es so mit dem Social Media, wir sehen ja alle, ein bisschen, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, was interessiert uns. Und das ist immer so, ein bisschen, wir haben Tradition, wir haben Heimat und gleich ist es ja spannend, wie geht es weiter, wie tut sich es weiterentwickeln. Und das ist mit der Laura zusammen gemischt. Ganz spannend, so mit dir reden, Irene. Wir finden alle Informationen zu dir und auch zu deiner Malerei auf deiner Website, die du hast, irenehofstetter.com. Und selbstverständlich alles zum Buch im Buchhandel oder dann auch bei uns auf der Website vom Verlagshaus Schwellbrunn, verlagshaus-schwellbrunn.ch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Buch. Bis dann, macht's gut.